Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Time at Portia. Ich hoppel jetzt zur Eröffnung hier. Ich hoffe, hier ist eine Eröffnung. Ich bin mir nicht so sicher. Es sieht nicht so aus, als wäre hier eine Eröffnung. Kann ich hier rein? Ja. Was für eine Person? 200. Ich dachte, jetzt ist hier heute Eröffnung, Große. Aber wann denn? Das ist doch illegal. Ja, scheinbar nicht. Ich nehme mal an, so ein Bad stellt meine Energie wieder her. Oh ja, ich gönne mir. Ich gönne mir einfach mal ein Bad. Ah, rieche ich auch wieder gut. Ich habe ja auch schon viel gearbeitet heute. Er dampft alles. Oh, das sieht sehr entspannt aus. Sehr entspannt sieht es aus. Ich hätte mal auf die Zeit gucken sollen. Ja, schlafe ich ja. Ja, Energie ist wiederhergestellt. Und Zeit ist auf jeden Fall nicht viel vergangen. Ja, ich dachte, das wäre jetzt die Eröffnung. Scheinbar nicht. Okay. Ja, dann gehen wir weiterarbeiten. Ja, wir haben jetzt den Ehering zufälligerweise ja schon, weil ich ja schon einen gekauft hatte. Und den können wir jetzt dem Albert direkt geben, weil Sonja will ja den von dem mysteriösen Mann. Und nicht einfach irgendeinen Saphirring und irgendeinen Handwerker wie ich baue. Und wir hätten auch mal den falschen bauen können. Wäre vielleicht lustig gewesen. Aber meinem guten Freund Albert, dem alten Frauen, Versteher, möchte ich natürlich nicht irgendwelche Steine in den Weg legen. Aber der ist in der Tafelrunde, oder? Gehen wir mal schauen. She prefers the wedding ring. Psst, nicht so laut, sie ist. Here's the rewards. This will be perfect. Tell Sonia to meet me at the harbor. Okay. Hey Sonja, 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 Sonja! Hi! Ne, Albert sitzt da drüben. Ich soll dir von ihm sagen, er Sonja, soll es den. Albert wants to meet you at the harbor. Richtig. Ooh, any special reason for that? Er will dich. Das ist eine Überraschung. Albert always has the best surprises. I'll go down there now. Albert, schnell, schnell. Oh, er ist schon weg. Okay, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, dann geh mal mit. Ich will das ja sehen. Was ich meine. Das lasse ich mir nicht entgehen. Komm, wir gehen gucken. Pferdchen. Hack beiseite. Ja, gut, dass ich mit Sonja Schluss gemacht habe. Sonst wäre das ja nicht möglich. Ich weiß nicht, ob ein Hafen so ein schöner Ort ist. Vor allem hier an dieser Mauer. Lucky, lucky. Ich mach Cookie, Cookie. Ach ja, beim Antoine und mir ist das zensiert mit einem Herz, bei den beiden nicht. Interessant. Und? Hello. Wie geht's? This is a golden time to go on dates. Don't waste it. Ist ja okay. Bye. Und Sonja? The beverages here are. Ja, du bist wirklich geschädigt, was das angeht. Ja, jetzt heiraten die jetzt oder nicht? Hätte ja auch sein können, dass sie sagen, nein, wir sind nur Freunde. Aber ich, ja, also, das sah jetzt schon grundsätzlich erstmal so aus, als wäre das ein Ja gewesen. Kaki nehmen wir natürlich mit. Für mehr Dünger. Ich finde es jetzt etwas enttäuschend natürlich, dass wir könnten in eine der Ruinen gehen, kurz da durchrennen, aber wir haben ja auch das Geld. Wenn es denn Geld kostet. Und nicht. Na, was will ich sagen? Datendisk. Das kostet natürlich Datendisk. Oh mein Gott, komm. Kaufen wir uns. Mit denen können wir runtergehen. 15 Datendisks ist ja jetzt echt nicht die Welt für 5 so Dinger. Das heißt nämlich, wir haben insgesamt 6 Stück. Und das heißt, wir können uns 2 KI-Chips leisten. Chips.
Gast ist am Malen. Mit dem Schweinchen hier daneben. Natürlich auch sehr, sehr schönes Bild. So, weil dann mit den KI-Chips können wir uns das nächste bauen hier. Ich freue mich aufs Moor. Da waren wir noch nicht. Das ist neu. Da wollen wir natürlich hin. Ich meine, ich muss noch ein paar Fische angeln. Aber das ist ja vergleichsweise nebensächlich. Ja, KI-Chips, komm. Nehme 2 Stück. Dankeschön. So. Wir müssen mal vorsichtshalber hier genau so. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe das schon doch richtig verstanden, dass die Eröffnung feiern wollten und nicht, dass die einfach stattfindet. Also, ne, ist offen, mäßig stattfindet. So, dann, was haben wir als nächstes für Buntstahlträger? Da brauche ich 2, oder? Ne, 1. Da fehlt mir ein Stahlträger und, die fortgeschrittene Verbund. Das Ding, aber vielleicht können wir hier eine fortgeschrittene Steuereinheit. Haben wir 2 Schaltpulte, die können wir auf jeden Fall bauen. Das weiß ich, ja. 2. So. Dann können wir das doch schon mal in Auftrag geben. Verbundstahlträger. Müssen wir hier drüben jetzt mal gucken. Zurückholen, ja. Die wird gebaut, Verbundstahlträger. Bauen. Fortgeschrittenes Verbundsbrett. Ich glaube, die können wir nur in der Fabrik machen, die fortgeschrittenen. Hinzufügen. 10 Stück. Hör mal her. Ist ja gar kein Hexenwerk. Guck mal, fortgeschrittenes Verbundbrett, wie alle Stahlträger. Hochleistungsebene Stahlträger. Das ist auch irgendwas, was wir hier bauen, oder? Der kommt mir so bekannt vor. Hier, Stahlträger, ja. Gut, der kostet nicht viel. Stahlrahmen, Bronzerohre, kein Problem. Stahlrahmen, 4 Stück. Also wir brauchen, wie viele brauchen wir? Verbundstahlträger, 1. Das wir brauchen auch nur 4 Stahlträger erstmal. Und das können wir herstellen. Wo sind die Stahlträger? Da. Ach, Gott sei Dank haben wir diese Menge vorrätig. Das ist halt echt sehr praktisch. So. Zurückholen. Ja. Wir brauchen ja erstmal jetzt den Stahlträger. 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 Da kloppen wir dann erstmal ganz entspannt hier die kleinen Stahlträger rein. Die Stahlrahmen. Dann brauchen wir Holzdielen. Die habe ich jetzt nicht einstecken, ja. Müssen wir natürlich mal kurz an die Holzkiste. Holzmaterial. Hartholz, Eisenbrett. Was? Wie, habe ich jetzt hier nix? Oder ist es bei Metallbearbeiter drin? Ach, hier ist es natürlich drin. Gott sei Dank. Mal eine ganz kurze Frage, was fehlt jetzt noch? Bronzerohre. 6 Bronzerohre. Die holen wir natürlich auch aus Metall bearbeitet. Haben wir da zu viele hergestellt. Ups. I did it again. Ja, bitte hier irgendwo anbringen. Anbringen. Dankeschön. So, dann haben wir den doch schon mal oldschool-mäßig zusammengebaut. Aber ich muss hier, glaube ich, mal nochmal gucken. Wir sind schon wieder zu viel am Schneiden. Was ist denn so das Schneidezeug? Hartholzdielen. Haben wir hier irgendwo Hartholzdielen drin? Ja, die können wir doch mal abbrechen. 12 von 12, also optimal. Aber ich hätte gern natürlich Eisenholzdielen noch. Da fehlt mir der Schleim anzeigen. Wir können mal Schleim ein bisschen reinmachen. Machen wir aber nur 300 rein, dass wir draußen auch noch ein bisschen Schleim haben.
So, dann haben wir das schon mal drin. Dann können wir das hinzufügen. Mal so 50 Stück, dass die nebenher einfach hergestellt werden. Dann haben wir eins zu viel. Das heißt, wir brechen die Holzbretter vielleicht wieder ab. Mal abbrechen. Ich brauche einfach noch eine Schneidemaschine. Das ist ja relativ offensichtlich. Ne? So, dann können wir vielleicht hier den Stahlträger nebenher herstellen. Den haben wir. Das heißt, wir brauchen jetzt den richtigen. Also den intelligenten, den krassen, den übertrieben guten, den Verbundstahlträger. Da brauchen wir einen normalen Stahlträger. Den tun wir da. Aluminiumplatten. Ja, das sollte kein Problem sein. Wir machen mal kurz hier Trick 17. Ossi, nach Hause mit dir. Dann steht das nicht die ganze Zeit im Weg rum. Das nervt ja schon so ein bisschen. Ah, Metall bearbeitet, Aluminium. 9 Stück waren es, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ach, waren sogar nur 6 Stück. Ja, dann. Fortgeschrittenes Verbundbrett. Ja gut, da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch darauf warten. Lagerhaus für fertige Güter. Ja, sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas fertig. Arbeitet das denn schon? Ja. Ist in Arbeit. Werden wir heute, glaube ich, nicht mehr fertig machen. Okay. Oh, ich habe hier auch einen Rennboost unten, sehe ich gerade. Wahrscheinlich, weil ich so entspannt in der Therme war. Ja, cool. Das akzeptiere ich natürlich. Ah, gut, da haben wir die Materialien so halb. Wir holen das mal zurück. Ja, die Frage der Hochleistungshebemaschine. Die dürften wir bauen können. Brauchen wir. Oder baut er sie hier? Ne, der baut das mit der KI, ne? Hol's mal kurz. Ja. Zurückholen. Ja. Eisen, Holz, Stützwerk. Das brauchen wir noch. Aber das können wir auch hier in Auftrag geben, glaube ich. Montage. Das ist, glaube ich, hier drüben noch. Das ist eins der Eisenholzstückswerk. Ja, das hat man schon mal gehabt. Die Eisenholzdielen. Es braucht tatsächlich Eisenholzdielen, die müssen hergestellt werden. Gut, da müssen wir auch warten. Können wir jetzt aktuell nichts machen. Habe ich hier in der Kiste Platz? Nö. Gib mir darum, dass ich es nachher auch wiederfinde. Gucken wir mal hier rein. Ach was, wir behalten es einfach im Inventar. Haben wir ja noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz haben wir ja. Können wir mal noch eine Kiste herstellen, so eine Fangkiste. Zweimal geht's ja noch. Bevor es wieder anfängt, dass es nicht mehr geht. Und sich fragt, warum das Lama denn so aggressiv ist. Fangmenü. 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 So, das möchte ich mir platzieren. Und man könnte auch erstmal versuchen, so ein einfaches Lama zu fangen, aber nein. Da sehe ich mich einfach nicht. Du hast May, mit der haben wir lange nicht mehr geredet. Du könntest mal kurz Hallo sagen. Hey May! I went and interviewed Toadie today while he's in jail. He seems broken up about what he did. Ja, ich hoffe es doch mal. I sent a letter to my family back in Atara today. They asked if I made any friends here, so I told them about you. Hopefully one day they'll come and visit. Ich bin ein Freund. Bye. Goodbye. Ja, dann würde ich fast sagen, wir gehen mal kurz noch eine Runde angeln. Brauchen wir noch eine Kaiserkatze und einen Kaiser Goliath und ein Kaiser Teufel. Guck mal in die Fischkiste, aber ich meine, sowas hätten wir nicht. Nope. Kaiser Gladiator, was ich dachte, was ich. Okay. Gut, dann gehen wir eine Runde angeln. Um das Aquarium mal voll zu bekommen. Weil dann haben wir die beste Angel und bald ist großes Angelfest und dann können wir da den anderen etwas wegangeln. Ja? Wollen ja der Allerbeste sein. Ist ja klar.
Hier oben ist eher so Lachsding, da unten ist eher hier Katze, oder? Gehen wir mal gucken. Wir müssen ja auch nicht jeden fangen, wir können ja immer weiterklicken, bis wir den guten bekommen. Ich meine, auf der anderen Seite, jeder Fisch ist ein Fisch, der uns Geld bringt und mehr bringt, als wir bezahlt haben dafür. Aber hier sieht es aus, als wären das Katzen hier aus. Da hängen wir mal die Angel rein. Da finden wir auch direkt von Anfang an den Kaiser Katzenjau. Dann ist das Ganze hier schon beendet. Aber da sind auch Teufel, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, diese kleinen Rotaugenviecher hier, die dürften Seeteufel, ja. Und von dem brauchen wir noch einen Kaiser, von dem grünäugigen, rotäugigen Grünfisch da. Na gut, dann machen wir das halt. Nein, den möchte ich nicht. Nein, den möchte ich nicht. Und den möchte ich auch nicht. Der Köder wurde angenommen. Ja, ist ja in Ordnung. Mein Gott. Man muss ja auch mal einen Köder annehmen. Man kann ja nicht immer den Köder verweigern. Aber unsere Zeit ist das, warum ich den Fisch verweigere. Ne, das rausziehen und mein Gott, dann kriegen wir halt nur $30 pro Satansröhrling hier. Wäre jetzt nicht so das Tragische. Ich sehe doch, ob das Kaiser sind, oder? Das heißt, ich kann die Grünen mit den roten Augen auch ablehnen. Bis der Kaiser kommt. Ist die Frage, ob das Spiel das dann sagt. Ich meine, wer den Seeteufel nicht ehrt, ist den Seeteufel Kaiser nicht wert. Könnte man jetzt auch sagen. Aber ich glaube, das ist einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Was beißt an? Zu wie viel Prozent? Und dementsprechend ziehen wir hier Dinge raus oder halt auch nicht. Nein, möchte ich nicht. So kostet es uns halt nur alle 5 Fische. Oder alle paar Fische, ein bisschen oder was. An Zeit. Weil es kostet uns relativ viel Zeit. Wenn wir jetzt 40, also 1940, wenn es jetzt 18 Minuten, okay. Was kostet uns das Ganze pro Fisch? 4 Minuten, 4 mal 4 sind 16, okay, wir sparen 2 Minuten, dann können wir sie auch rausziehen. Also dann können wir sie wirklich rausziehen. Das macht den Braten jetzt wirklich nicht fett. Wenn es denn konstant die Zeit ist, ne, das müssten wir jetzt mal natürlich so überprüfen. 11, genau, als nächstes haben wir jetzt 15 nach. Ja, schöne Katzenjau. Oh, 14 nach sogar nur. Ja, einfach Herr Fisch. Und dann ist das in Ordnung. Oh, noch ein Katzenjau-Kaiser. Wir können das ganze Ding vollsetzen mit Kaisern, ganz entspannt. Aber ich hätte gern Seeteufel-Kaiser. Nämlich die Katze, den Teufel. Und den Koriander? Nein. Das war nicht der Goliath. Goliath haben wir ja schon. Doch, es war der Goliath, meine ich. Den wir haben, der hieß nochmal anders. Ich vergesse es immer, wie diese Also, ne, Goliath und... Wie heißt der andere? Wie heißt der andere? Egal, wir fangen jetzt einen Seeteufel-Kaiser als nächstes. Dann haben wir den Seeteufel hier abgehakt. Dann können wir mal gucken, an welchen Angelspot wir müssen, um den letzten der Kaiser zu fangen. Wenn wir alle Kaiser haben, ne, dann haben wir alle Kaiser. Ne, einmal das Aquarium dann voll und scheinbar kriegen wir dann auch die beste Angel. Und ne, auch wenn wir jetzt die nicht brauchen, außer zum entspannten Geld verdienen, würde ich natürlich schon gern so eine kleine geile Angel haben für das Angelfest, was demnächst wieder ansteht. Da würde ich mich ja gar nicht beschweren wollen. Ich meine, rein theoretisch müsste ich jetzt auch nochmal rübergehen und gucken, ob jetzt vielleicht das Ding eröffnet wird, das Bar. Aber ich meine, es war ja schon offen und... Ja, schwierig, ne? Mein Seeteufel! Und noch ein Seeteufel! Ja, ne, es war kein Seeteufel, ich weiß. Kurz mal schauen. Ja. Da brauche ich erst die ganzen Sachen für. Ins Düstermoor! Sollen wir mal kurz da gucken gehen? Komm, wir gucken mal. Wir fahren Töf-Töf. Meine Runde Töf-Töf fahren sind wir lange nicht mehr. Töf-Töf, ich würde gern da hoch. Ich weiß da nicht, wie der es schafft. Also rein technisch, weil, ne, wobei noch über den Aufzug. Der dürfte ja wahrscheinlich auch, den Aufzug haben wir ja gebaut. Der ist ja recht stabil. Das heißt,
Ich muss mir da eigentlich wahrscheinlich keine Sorgen machen, dass hier was kaputt geht. Nö, jetzt ist hier auch nur, ich kann hier rein, kann die heißen Quellen genießen. Und das war's quasi. Ja gut, dann würde ich sagen, ich fahre jetzt wieder darüber und gehe wieder angeln. Und gleichzeitig ist auch die Folge vorbei, weil ja, die ist vorbei und ne, Angeln ist jetzt vielleicht nicht so die spannendste Tätigkeit. Wir sehen uns also morgen um 18 Uhr. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und ja, in-game wird es auch morgen sein. Bleib gesund, hau rein und bye bye.